at the moment it's a bucket of cold water in the face. Ja, diese Dusche war wirklich verdammt kalt am Samstagnachmittag. Erst ein Gegentor der Marke, das gibt's doch. Und dann auch noch die Schalker Führung kurz vor Schluss. At these times it's not about individuality, you know, it's about the team and everybody needs to make sure that they can look their neighbor in the eyes when they get in from here, and I think that we can look each other in the eyes and say we tried. But ihr schaut jetzt in meine Augen und wir wollen gemeinsam versuchen, in den nächsten Minuten jetzt die Laune für diesen Montag so ein bisschen jedenfalls zu steigern, und damit moin zu Inside aus dem Weserstadion. Na, schon besser? Bisschen vielleicht. Das war übrigens der 5. Spieltag der vergangenen Saison. Und der Gegner damals, wie auch morgen übrigens, ja, das passt, der VfL Wolfsburg. Ehe wir uns aber um den 5. Spieltag kümmern, schauen wir nochmal zurück auf den 4. Spieltag. Und für alle Schlechtgelaunten da draußen haben wir auch noch ein paar Werder-Tore und ein paar Werder-Siege vom Wochenende. Mehr dazu im Matchday-Kompakt mit unserer U23, unserer U19 und unserer U17. Vorher aber noch zu unseren Profis und zur Fußball-Bundesliga. Die Überschrift lautet da leider: großer Aufwand, wenig Ertrag. Story about us at the moment. We put in a big effort, put in a decent performance, I think, and you could call it unlucky or unfortunate, but you know, it's let in a stupid goal, make a mistake, and it should also be said that we need to be sharper. So it's, you know, at the moment it's a bucket of cold water in the face. Habt ihr schon mal kalt geduscht? Ich meine, so richtig kalt geduscht? Also ich habe das mal gegoogelt, ja, und ich kann euch sagen, vitalisierend ist das. Ja? Das macht dich so richtig wach. Das gibt einem die Frische. Ist richtig gesund. One thing is trying and doing well, but we need to minimize mistakes and stuff like that. And you know, I'm sure when we win the first game, it will turn around. It was the same story when I came in winter, and of course that turned out good. But it's not like we like this position, but it makes us certain that we can perform even better. The team need players ready for fight, because it's we need points. Ja, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also wir müssen es schnell jetzt aus den Köpfen kriegen. Morgen können wir noch drüber nachdenken, aber spätestens Montag muss es dann weg sein, und dann müssen wir Dienstag Punkte holen. Montag muss es weg sein, heute ist Montag, heute ist Inside und nichts mehr da. Huh? Gut so. Ah, genau. Moin Wölfe. Ouais, c'était 100%, je crois. Non, wir werden natürlich weiterhin und wieder einmal unser Bestes geben, und ich erinnere mich an diese 100%ige Quote, und ich bin natürlich auch auf jeden Fall darauf aus, das zu wiederholen oder das nochmal zu machen und nochmal zu zeigen, und ich bin der Meinung, dass wir dazu in der Mannschaft als Mannschaft in der Lage sind, ein solches Spiel ja, zu gewinnen, was dann in Wolfsburg ansteht. Wolfsburg, voilà, on garantit de donner le meilleur de nous-mêmes encore une fois et d'essayer de gagner ce match. An das letzte Auswärtsspiel gegen Wolfsburg können wir uns alle, glaube ich, noch richtig gut erinnern. Für alle, denen da die Erinnerungen so ein bisschen abhandengekommen sind, kommen hier nochmal die entscheidenden Szenen. Zweieinhalbtausend Werder-Fans werden unsere Mannschaft morgen Abend in Wolfsburg unterstützen. Wo schaut denn ihr das Spiel? Mit wem und warum? Ja, schreibt es am besten alles in die Kommentare unter dieses Video. Mein persönlicher Vorschlag für euch
ist Vereinsheim, Platz 11, hier bei uns. Da könnt ihr vorher noch unsere U23 in der dritten Liga gegen den Halleschen FC unterstützen. Also die volle Dröhnung Werder in dieser englischen Woche. Ich glaube, als Fußballer kann einem nichts Besseres passieren, als sofort wieder zu spielen. Und deshalb finde ich das toll, dass wir jetzt in 6 Tagen 3 Spiele haben. In 7 Tagen 3 Spiele, Entschuldigung. Und ja, ich freue mich drauf. Wir freuen uns auch drauf. Und noch mehr freuen wir uns auf das, was diesen Sport, unseren Lieblingssport ausmacht: Tore schießen. Und genau daran haperte es noch am Wochenende. Werders U23 macht in Rostock nicht ihr bestes Spiel, hatte aber trotzdem genug Chancen, es für sich zu entscheiden. Wie hier in der 76. Minute Isaiah Young. Schön durchgesetzt, doch dann legt er sich den Ball zu weit vor und scheitert am Rostocker Keeper. Und kurz vor Schluss scheiterte dann auch noch Niklas Schmidt an sich selbst. Schönes Solo von Werders Mittelfeldspieler, doch dann verzieht er deutlich. Es blieb beim Punkt, denn der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Ja, das waren Torchancen, die aus dem Pressing heraus entstanden sind. Also wir haben Ballgewinn gehabt und dann haben wir gut umgeschaltet. Und die waren schon recht klar. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir dann auch die Bälle reinmachen, ist klar. Aber das war nicht so an dem Tag. Aber ja, so wie immer. Dann steht man an der Bank und denkt, ja, jetzt mach ihn bitte rein. Das dürfte sich auch U19-Trainer Marco Grote gedacht haben. Sein Team macht im Spitzenspiel gegen Leipzig eine klasse Partie, doch auch hier wollte der Ball erstmal nicht rein. Ihorst auf Philipp. Doch dann verhindert die Latte Werders Führungstreffer. Ganz viel Pech dabei in Hälfte 1, doch das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Auch wenn dazu die Hilfe von Leipzigs Keeper Julian Kral nötig war. Der verschätzt sich hier deutlich. Luke Ihorst sagt Danke und trifft zum entscheidenden 1:0 für Werder. Das ist natürlich ein überragendes Gefühl, das Tor zu machen, aber es geht halt nur übers Team. Wir haben 90 Minuten gekämpft und ja, war eine Teamleistung heute. Wir wussten, heute wird ein wichtiger Tag, also heute ist ein Wegweiser, wie es weitergeht. Wir mussten das Wolfsburg-Spiel bestätigen und ja, haben wir geschafft heute. Mit dem Toreschießen überhaupt keine Probleme hatte Werders U17 beim FC St. Pauli. Schon in der 10. Minute brachte Jorik Wulff Werder in Führung, ehe Keanu Schneider 10 Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause durften sie dann schon wieder jubeln, Mike Navrocki machte den Deckel drauf und in der Nachspielzeit gab es dann noch was zum Zungeschnalzen. Erst Max Weigert mit diesem direkt verwandelten Freistoß und mit dem Schlusspfiff vollendete Malik Mimicevic sein Solo zum 5:0 Endstand. Sven Hübschers Team mit dem perfekten Saisonstart, 5 Spiele, 5 Siege, 18 Tore und nur ein Gegentor und damit natürlich das Maß aller Dinge in der B-Junioren-Bundesliga. Für unsere 17 scheint es also genauso weiterzugehen wie in der vergangenen Saison. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hier kommt jetzt unser Spitzenreiter, der Mann, den niemand mehr einholt, The Rising Uwe. Wir sehen uns dann mit Inside am Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja, Niederlage heute war nicht verdient, gar nicht verdient. Das 1:1 muss Werder schießen für Schalke, das sagt schon alles aus. Und tja, ich würde sagen, mega viel Pech gehabt, Schlüsselbeinbruch. Ich hoffe, dass das schnell vorbeigeht, weil sonst ist das natürlich Riesenmist. Ne? Ich würde sagen, das ist eine Schlüsselszene. Würde ich sagen, ja, war eine Schlüsselszene, ja. Finn, ich würde sagen, Finn hat heute einen rutschigen Schuh angehabt. Der hätte das Ding 2-mal machen können, auch klar machen können, aber tja, es hat ja auch geregnet in Bremen, vielleicht war es rutschig auf den Schuhen und der Ball ist weggeflutscht, aber ärgerlich. Ich hake das Spiel mal ab und ich freue mich auf Wolfsburg. Da Wolfsburg diesen Spieltag auch nicht das Tollste gezeigt haben und wir schon ein bisschen besser waren, dann kann es gegen Wolfsburg nur noch besser werden. Delaney muss seinen Hattrick noch machen. Der ist dran. Der Neue soll auch mal ein paar Türchen schießen. Dann weiß man ja schon, wie viel das werden. Ne? Und dann müssen wir da die ersten 3 Punkte einfahren. Pflicht! 3 Punkte. Pflicht, ja.